Wir beginnen einfach mal und gucken uns an, wo in der JTL-Welt wir uns heute bewegen. Sie sehen hier die Produktwelt von JTL. Auf der rechten Seite unsere großen Hauptprodukte, auf der linken Seite kleinere Tools und Hilfsmittel. Und genau in diesem Bereich werden wir uns heute bewegen. Man kann es quasi so beschreiben, als dass wir mit der linken Seite die rechte Seite zum einen befüllen, automatisieren, vereinfachen und damit zuarbeiten, quasi. Heute geht es, wie gesagt, um die Ameise. Vielleicht vorweg einmal etwas allgemeiner gehalten. Was ist die JTL-Ameise? Es steht drunter, es ist ein Import- und Exportwerkzeug, welches vorlagengesteuert arbeitet. Was vorlagengesteuert genau bedeutet, werden wir im Verlaufe des Webinars einmal aufgreifen. Ich werde es Ihnen zeigen. Es ist für die JTL-WAVI, also zum Befüllen der JTL war wie gedacht. Und wie angesprochen, ist es ein Massenverarbeitungstool für Daten im CSV-Format. Was eine CSV-Datei ist, schauen wir uns auch gleich noch mal etwas genauer an. Wir können mit der Ameise beispielhaft, habe ich es hier aufgeführt, Artikeldaten importieren, Variationen, Merkmale, wie auch heute angesprochen, Lieferanten, eBay und Amazon-Angebote oder aber auch Kundendaten und vieles mehr. Wenn Sie eine allumfassende Übersicht über die Möglichkeiten der Ameise und der zu importierenden Daten haben möchten, finden Sie diese selbstverständlich in unserem JTL-Guide. Gehen wir etwas tiefer rein. Die Ameise, wie eben angesprochen, ist ein CSV-gesteuertes und vorlagengesteuertes Tool zum Bespielen der JTL-WAVI. Was ist eine CSV-Datei? Sie sehen den Ausschnitt aus der JTL-WAVI in Bildform, aus der Ameise natürlich. Den werden Sie auch gleich in der Ameise selbst wiedererkennen. Es geht hier einfach nur einmal darum, aufzuzeigen, dass es sich bei der CSV-Datei um eine Datei handelt, die Datensätze in Zeilen und Spalten unterscheidet und trennt, welche durch gewisse Zeichen voneinander abgegrenzt werden. Doch nicht nur diese, sondern auch Feld- oder Textbegrenzungszeichen sind in der CSV-Datei vorhanden und gegebenenfalls eine Kopfzeile. Wie kann so eine CSV-Datei jetzt für einen Bilderimport ausschauen? Wir haben hier einen Screenshot aus dem JTL-Guide, den ich einfach mal mitgebracht habe. Und zwar ist dies eine der Darstellungsarten einer CSV-Datei. Wir werden nachher auch noch die andere Darstellungsform uns anschauen, und zwar die im Excel-Format. Dies hier ist ein ganz normales Textdokument, welches Sie zum Beispiel mit dem Editor selbst schreiben können. Und wie Sie hier sehen, können wir da auch schon in Bezug auf die Artikelbilder etwas weiter einsteigen. Wir haben also drei Möglichkeiten des Imports von Artikelbildern, wie diese CSV-Datei dafür aufgebaut werden kann. Einmal im oberen Bereich zu sehen, hier ist einfach nur die Artikelnummer Bild 1 und Bild 2 aufgeführt, getrennt, schwarz dargestellt durch ein Semikolon. Die zweite Möglichkeit bietet die Importart, in dem die Bilder auf dem Computer abgelegt werden und Sie den Pfad, den Ordnerpfad zu Ihrem Bild direkt mit in die CSV-Datei schreiben. Oder aber, wenn Sie Ihre Bilder online abgelegt haben, dann kann auch dieser Pfad direkt in der CSV-Datei mit aufgeführt werden. Was diese drei Möglichkeiten für Hintergründe haben, werden wir nachher noch erläutern. Wir werden uns heute um die Importart kümmern, mit der man Bilder vom Computer, also von einem lokalen Ordner, in die WAVI importiert. Vorab sollte noch einmal erwähnt werden, und das ist nach wie vor das Wichtigste überhaupt, die Qualität des Dateninputs bestimmt den Output.
klingt vielleicht trivial, ist aber doch sehr granular zu betrachten. Wir arbeiten mit der Ameise im Massenverarbeitungsmodus. Das heißt, alles, was wir tun, geht vergleichsweise schnell im Vergleich zur Tatsache, dass wir die Artikel einzeln bearbeiten. Nun sollten wir trotzdem gucken, auch wenn es schnell geht, dass wir uns ja schon auch an Details aufhalten, denn nur das, was wir nachher der WAVI auch zur Verfügung stellen an Artikelinformationen, nur damit kann sie auch arbeiten. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die uns die WAVI oder auch die anderen Module wie zum Beispiel der Shop bieten, müssen wir natürlich etwas reingeben. Sonst kann nicht verarbeitet werden. Bevor wir einen Import oder einen Export mit der JTL-Ameise starten, gibt es eine Sache zu beachten. Das gilt für jegliche Exporte und Importe mit der WAVI, da diese direkt auf die Datenbank zugreift. Von daher ganz wichtig, vor Importen mit der Ameise immer eine Datensicherung machen. Diese können Sie über verschiedene Tools machen, die Sie wahrscheinlich eh schon oder hoffentlich eh schon in Benutzung haben, oder aber über das Datenbankverwaltungstool der JTL WAVI. Lassen Sie uns nun einsteigen. Wir werden jetzt die WAVI einfach mal öffnen und werden uns mal anschauen, wie es hier mit der Ameise vonstatten geht. Ich habe mir mal die Kategorie Radsport herausgesucht. Ist vielleicht kein passender Sport bei diesen Temperaturen und doch bietet es sich an, weil wir auch für die zweite Importmöglichkeit die Merkmale hier in dieser Kategorie eine Menge Potenzial sehen. Greife ich ein bisschen vor mit, aber das soll nicht so schlimm sein. Wir haben jetzt an diesen Artikeln, wie Sie sehen können, schon Bilder dran, was aber nicht so schlimm ist, denn wir werden mit unserem Import heute diesen Artikeln Bilder zuweisen für eine andere Plattform. Wir schauen uns jetzt mal diesen Artikel an. Das ist ein Kindartikel. Wir gehen einmal in die Bilderübersicht und sehen hier nach Markieren des Bildes, dass die Bilder, und das ist allgemein gesprochen für alle hier aufgeführten Artikel, lediglich für Amazon, für den Ausgabeweg Drucken, Mailen, Faxen und für WMS und Paktisch angeklickt sind. Und wir wollen heute erreichen, dass die Bilder auch für den JTL Testshop Training genutzt werden. Das werden wir mit einem Import über die WAVI, über die Ameise gleich machen. Nun könnten Sie fragen, okay, da sind Bilder, warum sollen wir jetzt nochmal Bilder importieren? Der Durchlauf, der Import, den wir gleich gemeinsam machen, ist im Endeffekt genau dasselbe, als hätten diese Artikel noch keine Bilder. Es ist simultan zu sehen. Alles, was wir jetzt machen, können Sie für den Fall, den wir heute ansprechen, durchführen, sprich Bilder für eine weitere Plattform, für einen weiteren Ausgabeweg zu aktivieren oder aber den Artikeln diese Bilder gänzlich neu zuzuspielen. Als weitere Grundlage sei nochmal aufgezeigt, dass wir die Bilder, ich habe es vorhin angesprochen, in einem Ordner lokal auf dem Rechner liegen haben. Diese Bilder sind benannt nach der jeweiligen Artikelnummer. Sie erkennen das Trikot vielleicht wieder, die alle in einem Ordner liegen. Also die Bilder aus der Kategorie Radsport sind hier aufgeführt und Sie sehen hier die CSV-Datei, die wir gleich mit der Ameise importieren wollen. Die wollen wir uns natürlich auch vorher einmal anschauen. Ich hatte es angesprochen, es gibt zwei Möglichkeiten, eine CSV-Datei aufzubauen. Zum einen das Textformat und zum anderen, da befinden wir uns jetzt hier drin, im Excel-Format. Und wir haben hier in der Präsentation eben gesehen, die Elemente drin, die eine CSV-Datei und damit auch die Ameise braucht, um diese Dateien dann zu importieren. Wir haben hier in der Zeile 1 die Kopfzeile. In dieser ist festgehalten, in welcher Spalte die Artikelnummer steht.
Das Bild 1 ist definiert als JPEG, also als vollkommene Datei. Die Nummer 1 an diesem Artikel stellt dieses Bild dar. Ich habe hier exemplarisch nochmal die Bildgröße mit reingenommen in die CSV-Datei. Das ist nicht von großer Relevanz, kann aber mitgenutzt werden. Wir haben ein zweites Bild für einen Artikel noch mit in der CSV-Datei vermerkt und auch wieder die Nummer und die Bildgröße dahinter. Es kann jetzt natürlich sein, dass Sie Artikel verkaufen, die gerne 10 oder 15 Bilder haben sollen, damit der Kunde einen Eindruck von Ihrem Produkt bekommt. Kein Problem. Diese Spalten sind dann natürlich erweiterbar mit Bild Nummer 5, 6, 7 und folgende. Es sind hier die einzelnen Artikelnummern der Artikel aufgezeigt. Sie können es vielleicht erahnen und sehen es auch. Die Artikelnummer ist hier jeweils dieselbe, hat aber den Zusatz 001, 002, 003 und so weiter. Das zeigt einfach nur auf, dass wir in dieser CSV-Datei nicht nur Bilder oder ein Bild von einem Vaterartikel haben, sondern auch gleich die Bilder der jeweiligen Kindartikel mit hinterlegt haben. In unserem Beispiel sind die Bilder von Vater und Kind, dieses Herrentrikot, bei dem wir gerade waren, dieselben, da sie sich in Größe, aber nicht in Farbe unterscheiden. Deswegen haben wir in unserer Beispieldatenbank da dasselbe Bild genommen. Es soll aber verdeutlichen, dass Sie mit dem Artikelbilderimport über die Ameise sowohl Vaterartikel als auch Kindartikel mit Bildern bespielen können. Sie sehen es hier, ist ein zweiter Artikel, der als Variationskombination angelegt ist. So sieht diese CSV-Datei im Excel-Format aus und diese soll nun in die WAVI gespielt werden. Wir gehen mal wieder raus. Den Ordner brauchen wir gleich nochmal und wir öffnen jetzt die Ameise, indem wir in der WAVI auf Start gehen und die Ameise ganz einfach öffnen. Auch hier bekommen Sie beim Öffnen des Tools noch einmal den Hinweis, bitte stets eine Datenbanksicherung zu machen. Ganz wichtig an dieser Stelle auch, sollten Sie mit der Automatisierungslösung des JTL Workers arbeiten, bitte deaktivieren Sie diesen auch. Ansonsten würden beide Tools auf die Datenbank zugreifen und das kann, muss aber nicht, kann schwerwiegende Folgen haben. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen haben wir jetzt imaginär eine Datenbanksicherung gemacht, haben den Worker natürlich deaktiviert und können anfangen. Hier haben Sie die Startübersicht der Ameise. Sie haben eine Übersicht über Ihre letzten Importvorgänge, über Ihre letzten Exportvorgänge, über bearbeitete Vorlagen. Sie werden es erkennen. Wir haben vorhin gesehen, dass die JTL Ameise vorlagengesteuert arbeitet. Was genau das bedeutet, zeige ich Ihnen gleich. Aber hier haben Sie dann eine Auflistung Ihrer Vorlagen auf jeden Fall schon mal in der Übersicht. Wir möchten heute importieren, deswegen gehen wir in den Importbereich der Ameise und bekommen das Hauptfenster aufgezeigt. Dieses Hauptfenster ist unterteilt in unterschiedliche Bereiche. Wir können auf der linken Seite einmal auswählen, was wir importieren wollen. Sie haben hier dann unterteilt in Oberbereiche wie zum Beispiel Artikel, Aufträge, WMS, Kategorien, Kunden, Lieferanten und so weiter, die Möglichkeit, unterschiedlichste Daten in die WAVI zu importieren. Der zweite Bereich ist der Importdateibereich. Also hier wählen wir gleich die CSV-Datei aus, die wir haben wollen. Wir haben einen Importvorlagenbereich, Feldzuordnungen, ein paar Modifikationen, Standardwerte und tiefergehende Einstellungen. Diese Darstellung der unterschiedlichen Bereiche, explizit der Feldzuordnung oder der tiefergehenden Einstellungen
unterscheidet sich je nachdem, was Sie importieren wollen. Wir schauen uns exemplarisch mal die Artikeldaten an. Da hat sich jetzt nicht ganz so viel geändert. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf die Artikelbilder je Plattform gehen, das ist ja die Importart, die wir heute im Webinar machen wollen, sehen Sie schon, dass sich diese Übersicht doch sehr reduziert hat, und zwar auf das Wesentliche, auf das, was Sie brauchen, um Artikelbilder je Plattform in die WAVI zu importieren. Erster Schritt ist an dieser Stelle, die CSV-Datei einzulesen. Wir gehen also hier oben auf Auswählen, bekommen unseren Ordner aufgezeigt und wählen die jeweilige CSV-Datei, die es zu importieren gilt, einmal aus. Da hat sich jetzt nicht viel getan, außer dass der Ordnerpfad zur CSV-Datei eingespielt wurde bei Dateiname. Wir gehen dann hier einmal auf Datei laden, um die Datei wirklich in die JTL-Ameise einzufügen. Jetzt sehen Sie, dass Sie die Kopfzeile und die ersten drei Zeilen der CSV-Datei hier angezeigt bekommen. Die Artikelnummernspalte ist gelb. Das sagt uns, dass die Ameise automatisch anhand der Benennung der Kopfzeile und in dem Falle dieser einen Spalte, nämlich Artikelnummer, erkannt hat, in welches Datenbankfeld diese Spalte importiert werden soll. Sie sehen es hier bei dem Bereich der Feldzuordnung. Das Feld in der Datenbank heißt Artikelnummer, die Spalte in der Datei auch. Und so hat die Ameise da automatisch diese beiden Datenfelder gematcht, einmal Datenbank, einmal Datei. Das ist mit der Spalte Bild oder Bild 2, Bild 1, Bild 2 nicht geschehen. Aber das können wir natürlich individuell festlegen. Da will Ihnen die Ameise nicht vorgreifen. Sie könnten natürlich diese Spalte jetzt auch Bildpfad slash URL 1 benennen. Aber Sie sehen es, wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, was die Ameise dann in dem Moment nicht automatisiert macht, weil Sie das ja entscheiden sollen, ist zu entscheiden, für welche Plattform Sie dieses Bild in Ihrer CSV-Datei denn importieren wollen. Sie sehen hier Drucken, Mailen, Faxenbilder. Und wenn ich etwas runterscrolle, finden sich die jeweiligen anderen Ausgabewege untereinander wieder. Wieder WMS praktisch Bilder. Und hier sind wir jetzt in dem Bereich, den wir heute importieren wollen. Ich hatte es vorhin im Artikel gesagt, wir wollen für den Testjob Training Bilder importieren. Das tun wir. Wir haben hier dann also das Feld in der Datenbank für diese Plattform und können jetzt mit einem Doppelklick auf Nicht zugeordnet, denn dieses Feld ist, ich sage immer liebevoll, Schweinchenrosa. Alles, was Schweinchenrosa ist in der JTL-Welt, das sei nochmal nebenbei erwähnt, alles, was Schweinchenrosa ist, kann von Ihnen editiert und bearbeitet werden mit einem Doppelklick. Sie sehen es, hier verbirgt sich jetzt ein Dropdown-Menü drunter. Und wir bekommen jetzt hier alle Spalten aus unserer CSV-Datei angegeben und angezeigt, so dass wir sagen können, okay, für dieses Feld in der Datenbank soll diese Spalte in der CSV-Datei herhalten. Wir werden das heute nur mit einem Bild machen. Das funktioniert so, wie wir es heute machen, auch mit zwei, drei, vier und mehr Bildern. Gar keine Frage. Es gibt jedoch ein, zwei kleine Kniffe, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Zum einen sei jetzt angemerkt, wir haben dieses Feld in der Datei, also die Spalte in der Datei mit dem Feld in der Datenbank gematcht, also verknüpft. Und Sie sehen es hier oben, jetzt ist auch diese Spalte gelb hinterlegt. Das heißt, eine Zuordnung hat stattgefunden und wir können weitere Einstellungen vornehmen. Diese weiteren Einstellungen finden sich hier unten. Sie haben hier den Bereich Einstellungen. Da können wir einmal das Dateiencoding auswählen. Wir können die Identifizierung der zu aktualisierenden Bilder festlegen. Also soll es die Artikelnummer sein? Wollen wir die Identifikation per EAN oder Barcode vornehmen? Per HAN, Sie lesen es, oder eventuell auch anhand eines Artikelnamens. Davon würde ich persönlich abraten, da es ja doch
sein kann, dass unterschiedliche Artikel schon dieselbe Benennung haben. Es ist einfach nicht ganz so fehlertolerant. Nehmen Sie lieber eindeutige Identifikatoren wie die Artikelnummer oder die EAN. Wir bleiben hier bei der Artikelnummer und wir wollen dann noch festlegen, ob wir denn komplett neue Zuordnungen vornehmen wollen oder ob wir zusätzliche Zuordnungen vornehmen wollen. Sie sehen es hier, bestehende Plattformen, Zuordnungen vorher löschen. Und wir können hier jetzt sagen, nein, wir wollen nur neue Zuordnungen hinzufügen. Oder wir können sagen, ja, existierende Zuordnungen sollen gelöscht werden. Der Hintergrund des Ganzen ist einfacher, als es wahrscheinlich erscheint. Wir haben vorhin im Artikel gesehen, die Bilder, die jetzt schon hinterlegt sind, sind für drei Ausgabewege freigegeben. Es waren Drucken, Mailen, Faxen, Amazon und das WMS. Und wir wollen jetzt für den JTL-Testjob Training eine zusätzliche Zuordnung, ein zusätzliches Bild importieren. Das heißt, wir wollen aber nicht alle anderen löschen. Ja, deswegen sagen wir nein. Wir wollen keine vorherigen bestehenden Zuordnungen löschen, sondern wollen nur neue hinzufügen. Sollten Sie irgendwann neue Artikelbilder selber gemacht haben, von Lieferanten bekommen, auf welchem Weg auch immer neue Bilder für Ihre Artikel zur Verfügung gestellt bekommen und diese dann auch nutzen wollen, wählen Sie dann hier für einen Austausch der Bilder, ja, existierende Zuordnungen löschen und Sie möchten dann die neuen Bilder in die hier ausgewählte Plattform importieren für den jeweiligen Ausgabeweg. Dies war die erste Einstellung, die es zu treffen gilt. Die zweite Einstellung ist die Verknüpfung von CSV-Datei zu eigentlichem Bild. Wir hatten vorhin den Ordner gesehen, in dem die ganzen Bilder drin liegen. Den brauchen wir gleich wieder, denn wir geben hier im Bereich Präfix und Suffix an, wo liegen denn unsere Bilder. Das machen wir exemplarisch für ein Bild, und zwar für das erste. Ich erzähle Ihnen auch gleich, warum wir nur für ein Bild diesen Präfix anlegen müssen. Vorher aber einmal nochmal zum Vergleich. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit der Auswahl des Ausgabeweges. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, Drucken, Mailen, Faxen anzuwählen, Amazon-Bilder, WMS-Packtisch. Dasselbe finden Sie hier unten im Präfix und Suffix auch. Und hier suchen wir uns jetzt wieder raus den JTL-Testjob-Training. Hier ist er. Und wir werden nun einfach den Präfix hier eingeben. Und zwar, wenn Sie den Ordner haben, ich mache es mal kleiner. Wenn Sie den Ordner haben und Ihre Artikelbilder hier drin sind, brauchen Sie nur hier oben einmal in die Verlaufsleiste klicken und sehen dann hier den Pfad zu Ihren Bildern. Diesen kopieren wir, fügen ihn hier ein. Aber das war es leider noch nicht. Und zwar sehen Sie, dass dieser Pfad aufgebaut ist in unterschiedlichen Steps, die durch Backslashes getrennt sind. Und auch wir geben diesen Backslash hinter dem Ordnerpfad noch einmal ein, einfach um der Ameise zu sagen, du findest das Bild 1 in diesem Ordner, aber eben auch alle anderen Bilder sollten wir denn mehr importieren wollen. Das heißt, den Ordnerpfad, ich wiederhole das nochmal kurz, den Ordnerpfad aus dem Explorer hier oben herauskopieren. URL 1 als Präfix reinsetzen und hinter die letzten Step des Ordnerpfads einen Backslash machen. Den Backslash bekommen Sie über die Tastenkombination Alt groß auf der rechten Seite neben der Leertaste auf Ihrer Tastatur und dann die Taste für das SZ oder das Fragezeichen. Nur, dass Sie das auch mal gehört haben, falls Sie es noch nicht wissen. So, nun haben wir für den Import wichtige Einstellungen vorgenommen und wollen uns jetzt noch mal kurz anschauen, warum Vorlagen gesteuert. Was heißt Vorlagen gesteuert? Wir haben hier einen Bereich der Importvorlagen
und können uns hier ausgewählte Importvorlagen anzeigen lassen. In meinem Beispiel jetzt, in meiner Ameise, habe ich eine Vorlage für diesen Bilderimport. Aber wenn Sie keine haben, haben Sie die Einstellungen wie wir eben zusammen vorgenommen und können hier sagen, Vorlage speichern. Dann vergeben Sie hier einen Beispielnamen und gehen auf neue Vorlage speichern. Jetzt kriegen Sie die Meldung, dass erfolgreich gespeichert wurde. Und jetzt haben Sie diese Einstellung, die wir eben alle vorgenommen haben. Und das ist jetzt hier bei den Bildern im Endeffekt nicht viel im Vergleich zu der Übersicht, die wir vorhin gesehen haben. Jetzt haben Sie all diese Einstellungen gespeichert in einer Vorlage mit allen zum Beispiel Ordnerpfaden oder Importarten, die wir ausgewählt haben, sodass es Ihnen beim nächsten Mal, beim nächsten Bilderimport, im Endeffekt nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, diese Sache zu konfigurieren, sondern Sie gehen dann einfach auf Vorlage wählen und dann sehen Sie hier die beiden angelegten Vorlagen. Ich mache das jetzt ohne Vorlage. Die Einstellung haben wir ja vorgenommen. Das heißt, die Ameise ist jetzt bereit, die Bilder in die WAVI zu importieren. Wir sagen jetzt also hier unten rechts Import starten und bekommen ein Fenster aufgezeigt, in dem wir einen Testlauf machen können. Einen Testlauf empfehle ich vor jedem Import. Wenn der Import einmal angestoßen ist, ist es nicht so schön, wenn man ihn abbricht, weil einem doch noch irgendwie was einfällt oder weil man dann sieht im Import selber, oh, es sind zu viele Fehler oder zu viele Warnungen oder. Deswegen einmal immer gerne testen beziehungsweise einen Trockenlauf machen. Sie bekommen hier nochmal eine Übersicht über die von Ihnen eingestellten Faktoren dieses Imports. Wir haben hier nochmal aufgeführt den Präfix, also den Ordnerpfad zu unseren Bildern. Die Feldzuordnung wird uns hier nochmal aufgezeigt. Also was haben wir in der CSV-Datei mit dem Datenbankfeld verknüpft? Und die Einstellung, die wir getroffen haben, auch hier nochmal bestehende Plattform, Zuordnung löschen, nein, nur neue Zuordnung hinzufügen. Wenn man hier noch einmal drüber schaut, bevor man den Trockenlauf macht, lassen sich auch ganz viele Fehler vermeiden. Wir machen jetzt diesen Trockenlauf. Sie sehen, das waren jetzt 87 Datensätze in meiner CSV. Das Ganze hat 1,89 Sekunden gedauert, also hochpotenziert. Wenn Sie viele Bilder importieren wollen, dauert es natürlich etwas länger, aber es geht immer noch schneller, als jeden Artikel einzeln aufzumachen und die Bilder dort dann einzufügen. Wir kriegen jetzt hier aufgezeigt im Bereich Bericht, was passieren würde, und zwar für jeden einzelnen Datensatz. Datensatz 1, daran machen wir es jetzt exemplarisch mal fest, würde für die Plattform Webshop importiert und aktualisiert werden. Genauso wie bei 2, 3, 4, 5. Das heißt, es ist alles richtig. Hätten wir Warnungen, irgendwelche Unstimmigkeiten, die der Ameise aufgefallen wären, dann würden uns diese hier aufgezeigt werden. Auch da können wir dann nochmal zurückgehen und können im Endeffekt entweder die CSV-Datei nochmal bearbeiten, die Einstellung des Imports nochmal überarbeiten oder. Also es ist wie ein Netz und ein doppelter Boden. Bei uns ist aber alles in Ordnung. Das heißt, wir starten jetzt den Import. Nun hat es 2,81 Sekunden, also knapp eine Sekunde länger gedauert. Und auch hier bekommen wir wieder den Bericht. Wir sehen, Artikelbilder mit der Sortiernummer 1 wurden für die Plattform TestShop Training importiert bzw. aktualisiert. Wir hatten ausgewählt am Anfang, wir wollen nur aktualisieren. Genau, es hat also funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt in die WAVI zurückgehen, ich gehe jetzt hier auf Zurück und mache die Ameise mal runter. Wenn wir jetzt hier wieder reingehen, dann haben wir das Bild da und wir sehen hier, dass jetzt der Haken JTL Test Job Training gesetzt ist und das
bei allen Artikeln, die in der CSV-Datei vorhanden waren. Auch hier, dieses Bild ist drin und wir haben hier den Testjob Training auch angezeigt. In diesem Artikel ist ein zweites Bild vorhanden. Sie haben vorhin in der Excel-Liste, in der CSV-Datei gesehen, dass bei manchen Artikeln ein zweites Bild hinterlegt war. Dieses habe ich jetzt aus dem Import einfach rausgelassen. Es ist simultan, ob wir mit einem Bild in der CSV-Datei arbeiten oder mit 8, 9, 10 Bildern. Es ist gleich, das Vorgehen ist dasselbe und es macht keinen Unterschied. Dadurch, dass wir den Präfix in der Ameise vergeben haben, geht die Ameise durch diesen Ordner und sorgt, und damit möchte ich auch gleich auf die erste Frage eingehen, die mir hier zugespielt wurde. Die Ameise hat im Endeffekt diesen Ordner nach der jeweiligen Artikelnummer durchforstet, die wir in der CSV-Datei angegeben haben. Ja, die Artikelbilder müssen denselben Namen wie die Artikelnummer haben, wenn wir ausgewählt haben, dass als Identifizierung des Ganzen die Artikelnummer herhalten soll. Wenn wir hier EAN oder Barcode angeben, dann müssen die müssen die Bilder natürlich als EAN benannt sein, und zwar mit der EAN des Artikels. Gut. Das ist der Bilderimport mit der Ameise. Es ist vom Erklären her zeitaufwendiger und ich sag mal erklärungsbedürftiger, als wenn Sie es einmal machen. Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie das Step für Step durch, wie wollen Sie es haben, und dann wird es Ihnen auch gelingen. Das ist einfach eine Frage der Übung. Zur Not nehmen Sie sich ein leeres Testsystem, eine leere WAVI, wo Sie einfach einmal zum Beispiel auch über die Ameise Artikel importieren, welche noch keine Bilder haben, eine zweite CSV-Datei machen. Das können Sie erstmal nur mit zwei Artikeln machen oder mit drei, vier Artikeln, damit nachher die Benennung der Bilder nicht zu umständlich und zu zeitaufwendig wird. Aber so lässt sich das üben. Probieren Sie ganz viel, aber bitte probieren Sie nicht in produktiven Systemen. Die WAVI ist kostenlos, laden Sie sich die runter, nehmen Sie einen alten Laptop, die Ameise wird immer gleich mit installiert, ist also mit im Auslieferungspaket drin. Probieren Sie sich aus, das ist nicht schwer und vor allem ist es vorlagengesteuert. Das heißt, wenn Sie dann die richtige Konfiguration gefunden haben, dann machen Sie sich einfach eine Vorlage daraus, speichern Sie sich die weg und wählen Sie beim nächsten Mal nur noch die Vorlage aus. Dann brauchen Sie nämlich nicht neu einstellen. Genau. Schauen wir uns nun den Import von Merkmalen an. Wir waren hier auf der linken Seite vorhin dabei, und ich habe Ihnen erklärt, was hier für Möglichkeiten bestehen. Wir wollen jetzt auch natürlich am Artikel Merkmale importieren. Das heißt, wir wechseln hier in den Bereich Merkmale und Sie sehen, auch hier hat sich dann, haben sich hier die Bereiche wieder etwas verändert. Wir haben jetzt hier andere Felder in der Datenbank aufgeführt, die wir füllen können. Und auch die Standardwerte haben sich verändert. Ein bisschen Einstellungsveränderungen sind auch aufgekommen. Bevor wir da jetzt aber wieder loslegen, auch hier noch einmal der Blick in die CSV-Datei. Auch hier wieder die Excel-Datei. Variante der CSV-Datei, wie angesprochen, geht auch hier eine Textdatei, die dann Semikolon getrennt ist. Sie müssen es nur in der Ameise dann einmal einstellen. Auch hier wieder dieselben Artikelnummern. Wir bearbeiten also dieselben Artikel, haben die Artikelnummer als Identifikation, stellen wir gleich nochmal zusammen ein. Wir haben den Namen des Merkmals mit dran, nämlich Geschlecht. Wir haben einen Wert in der CSV-Datei definiert, Herren, etwas weiter unter Damen. Hier sehen Sie nochmal Kids.
Alles mit drin. Und wir könnten jetzt bei diesem Artikel, ist es der Fall, Herren, Damen, wir könnten jetzt beliebig viele Werte mit anlegen und importieren. Warum anlegen und importieren? Ja, Sie haben richtig gehört. Mit der Ameise können Sie nicht nur den Artikeln Merkmale zuweisen und diese Merkmale mit den Artikeln verknüpfen, sondern Sie können in der WAVI auch Artikelmerkmale anlegen. Wie das funktioniert, sehen wir gleich. Das ist auch wieder nur eine Einstellungsfrage. Wir gehen mal wieder raus. Und wieder als erster Schritt, wir laden die Importdatei rein. Merkmale öffnen und laden die Datei ein. Auch hier sehen wir wieder, dass die Artikelnummer automatisch gematcht wurde. Das Feld in der Datenbank ist gleich benannt wie bei uns in der CSV-Datei. Und wir haben die Aufgabe, die weiteren Spalten unserer CSV-Datei mit den Feldern in der Datenbank zu matchen. Ich habe meine Spalte beabsichtigt nur Gruppe genannt und weil ich weiß, dass die Merkmalgruppe damit gemeint ist. Wie Sie diese Spalten benennen, ist, das werden Sie jetzt daraus geschlossen haben, ist im Grunde egal. Die Hauptsache ist, dass Sie wissen, in welches Feld in der Datenbank Ihre Informationen aus der CSV-Datei rein sollen. Sie können diese Spalten mit 1 bis 8 benennen, Sie können Buchstaben-Zahlen-Kombinationen machen, solange Sie wissen, dass zum Beispiel hier der Name nachher der Merkmalname ist, ist alles in Ordnung. Wir verknüpfen jetzt also die Merkmalgruppe, wir verknüpfen den Merkmalnamen so und wir haben jetzt hier etwas weiter unten den Merkmalwertnamen. Auch hier bin ich wieder hingegangen und habe nur Wert 1, 2 und 3 genommen, aber wir wissen, das Merkmal selber ist das Geschlecht und der Wert des Merkmals, wie wir eben gesehen haben, kann Herren, Damen, Kids sein. Der Wert des Merkmals ist bei uns Herren. Das heißt, wir haben hier Wert 1. Wir haben den einen beispielhaften Artikel gesehen, an dem zwei Werte hinterlegt waren. Das war ein Unisex-Artikel für Herren und Damen. Also sagen wir hier, Wert 2 soll hiermit verknüpft werden. Wert 3 hatten wir nicht, lassen wir jetzt einfach mal raus. Ist an dieser Stelle dann auch nicht mehr notwendig. Auch hier dann wieder der Schritt zu sagen, was habe ich denn für Standardwerte? Möchte ich vielleicht einen Lieferanten hinterlegen, einen Verwendungszweck? Also wo möchte ich dieses Merkmal einsetzen? Die Merkmalgruppe kann ich hier auch global definieren, kann sagen, es ist ein globales Merkmal. Das machen wir an dieser Stelle einmal, da wir in den Testshop wollen. Das globale Merkmal ist im Endeffekt dafür da, dass dieses Merkmal, was wir jetzt importieren, auch als Filterfunktionalität für den JTL-Shop zur Verfügung steht. Und deswegen sagen wir, ja, es soll ein globales Merkmal sein. Wir haben dann hier unten wieder unter den Einstellungen die Möglichkeit, das Datei-Encoding auszuwählen, welches eigentlich standardmäßig Windows 12 52 sei. Und darunter der wichtige Punkt Import Art. Hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich meinte zu sagen, wir können mit der Ameise nicht nur Artikel und Merkmale verknüpfen, sondern auch in der WAVI die Merkmale anlegen. Denn Sie lesen es hier sicher selbst, wir können bei der Import Art sagen, wir wollen nur Merkmalverwaltung erweitern oder aktualisieren. Heißt, wenn ich diese Importart jetzt beibehalte, dann werden diese Merkmale, die wir hier anlegen, nämlich Geschlecht mit den Ausprägungen oder mit den Werten Herren, Damen und Kids, wird nur in der Merkmalverwaltung angelegt. Die Merkmalverwaltung schauen wir uns gleich auch nochmal an. Bei dieser Importart wird also nichts an den Artikeln geändert. Es findet keine Verknüpfung zwischen Merkmalen und Artikeln statt. Auch hier wieder Schweinchenrosa, das ist einmal zu editieren. Sie können frei bearbeiten, haben das Dropdown und da
steht die zweite Möglichkeit, die zweite Importart in diesem Bereich, nämlich die Verknüpfung zwischen Artikeln und Merkmalen importieren. Das wollen wir jetzt auch tun. Auch hier identifizieren wir unsere Artikel und Merkmale anhand der Artikelnummer. Wir wollen keine Serie als zusätzliche Identifikation heranziehen. Und wir kommen dann hier zum zweiten wirklich wichtigen Feld. Deswegen sage ich, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit für diese Einstellungen. Lesen Sie, was da steht. Denn vorhandene Merkmale und Merkmalwerte bei betroffenen Artikeln vorher löschen. Ich habe diesen Wert jetzt auf Nein und je nachdem, was Sie machen wollen, sollten Sie das auf Nein oder gegebenenfalls dann auf Ja ändern. Denn wenn Sie Artikeln einfach nur neue Merkmale oder zusätzliche Merkmale hinzufügen wollen, aber bestehende Merkmale behalten wollen, dann sollten Sie die Einstellung hier auf Nein stehen lassen, weil sonst von den Artikeln die vorhandenen Merkmale und Merkmalwerte gelöscht werden. Auch das wollen wir natürlich nicht. Und auch hier in diesem Bereich der Merkmale, wie in jedem anderen Bereich hier auf der linken Seite, können Sie diese Einstellung, die Sie getroffen haben, wieder als Vorlage speichern. Ich habe das heute Morgen schon mal beispielhaft gemacht, mache es jetzt nochmal. Benenne diese Geschichte als Beispiel. Und kann jetzt beim nächsten Mal, wenn ich sage, oh, eigentlich hätte ich doch noch mal gerne eine andere Merkmalstruktur, kann jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe meine CSV-Datei fertig und wähle mir einfach die Vorlage aus, brauche keinerlei Einstellungen mehr vornehmen. Und dann geht das Ganze noch schneller. Voraussetzung hierfür ist natürlich auch, genauso wie bei den Artikelbildern, die wir importiert haben, dass Sie dann die Benennung der Spalten gleich haben. Gut, dann sind wir importbereit. Auch hier kriegen wir nochmal die Übersicht. Diese Übersicht bekommen Sie natürlich bei jeder Art von Import, bei egal, was für Daten, die importiert werden sollen. Auch hier wieder nochmal zur Kontrolle die Feldzuordnungen, die Standardwerte, die wir eingegeben haben. Und dann können wir einen Testlauf machen. Wir sehen auch hier Datensatz 1, Verknüpfung zwischen Artikel und Merkmal und Merkmalwert würde importiert. Das ist gut, genauso wollen wir das. Das heißt, wir machen das. Das Ganze hat jetzt eine Sekunde gedauert, ein bisschen mehr vielleicht. Auch schön für 59 Merkmale. Zurück. Jetzt können wir die Ameise schließen. Und schauen uns wieder am Beispiel des Radtrikot-Herren an, dass wir das Merkmal Geschlecht mit dem Wert Herren über die Ameise importiert haben. Sie sehen jetzt hier noch eine Spalte Wert Englisch. Auch diese können Sie, wenn in der CSV-Datei vorhanden, mit importieren. Aber wir wollen noch mal einen Blick in die Merkmalsverwaltung werfen. Zum einen können Sie hier über den Artikelstamm, über die Artikelstammdaten in diese Übersicht kommen. Hier unten Merkmale verwalten, sind Sie in der Merkmalsverwaltung. Aber Sie kommen auch über die Navigation hier oben Artikel, Merkmale in genau dieselbe Übersicht. Und da sehen Sie zum einen unser Merkmal, was wir gerade importiert haben, Geschlecht mit den Werten Damen, Herren, Kids, aber auch die Gruppe, die wir mit aufgeführt hatten. Also Sie haben die Möglichkeit, Merkmale zu gruppieren, wenn es zum Beispiel ein Mischsortiment ist, welches Sie anbieten und verkaufen. Dann können Sie sagen, okay, ich habe eine Gruppe mit technischen Merkmalen, ich habe eine Gruppe mit Materialmerkmalen, ich habe eine Gruppe mit, weiß ich nicht, Größenmerkmalen oder. Für die einfache Strukturierung der von Ihnen genutzten Merkmale. Sie können das hier auch ganz gut an den Beispielen sehen, die wir sowieso in der Datenbank drin haben. Also Merkmale können Modelle sein. Geschlecht, Kleidungsart, Verwendung, Material, Größe, Artikel oder auch Inhalt. Warum
das Ganze zum einen natürlich zur Identifizierung und ja, zur Identifizierung der Artikel für Ihre Kunden, aber auch für die Filterfunktion im Shop. Genau. Wir können dann hier für die einzelnen Merkmale noch die Darstellungswerte anwählen. Bei dem von uns importierten Merkmal haben wir das getan, indem wir im Bereich der Ameise in den Standardeinstellungen die Werte angesetzt haben, dass es als Artikelmerkmal im Online-Shop verwendet werden soll, dass es als Artikelmerkmal bei eBay verwendet werden soll, dass die Werte alphabetisch sortiert werden sollen, dass eine Mehrfachauswahl möglich sein soll. Was soll das heißen, Mehrfachauswahl? Wenn Sie über die Merkmale im JTL-Shop filtern lassen, dann wäre es jetzt beim Merkmal Geschlecht zum Beispiel möglich zu sagen, ich möchte nur Artikel angezeigt bekommen, die für meine Frau, sprich für Damen, und für meine Kinder, sprich für Kids, ja, sind. Ne? Also nur Artikel, deren Merkmal Damen oder Kids ist. Genau. Verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für Merkmale haben Sie auch noch. Sie können Bilder, Bildtext, Selectbox oder Text als Darstellungsform wählen. Das würde jetzt in der Tiefe allerdings ein bisschen zu weit gehen. Wir haben jetzt das Merkmal an unseren Artikeln importiert. Jedes dieser Kindartikel oder Vaterartikel hat jetzt die Merkmale hinterlegt. Sie bekommen diese Übersicht übrigens auch hier unten unter Attribute, Felder und Merkmale. Sie müssen also nicht jeweils in den Artikel reingehen, um zu gucken, welche Merkmale hinterlegt sind, sondern einfach markieren und unter Attribute, Felder und Merkmale können Sie dann sehen, dies ist das von uns gerade importierte Merkmal. Es bestand schon das Merkmal Kleidungsart oder Modell. Genau. Hierfür die Übersicht gedacht. Ich möchte dann jetzt nochmal zurückgehen zu unserer Präsentation. Und zwar ist das Importieren von Artikelbildern und Merkmalen natürlich nur ein kleiner Bruchteil. Ich habe es ganz zu Beginn des Webinars schon einmal angesprochen. Es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten und es gibt auch komplexere Importvorgänge als das, was wir heute gemacht haben, keine Frage. Da geht es dann um Datensätze in zum Beispiel sechsstelliger Höhe oder. All das ist möglich und es gibt natürlich auch Importe oder Daten, die importiert werden sollen, bei denen es nicht ausreicht, mit einem Importvorgang vorzugehen, sondern da müssen dann auch mal zwei Importvorgänge gemacht werden und. Wenn das vielleicht ein bisschen zu aufwendig ist, wenn Sie Respekt davor haben, das zu machen, weil ich habe gesagt, es geht auf die Datenbank, also es geht wirklich an den Kern der Sache, wenn man das mal so betiteln kann, dann haben wir dennoch Hilfe für Sie. Sie müssen das nicht alleine machen, Sie können es alleine machen, aber wie wird Ihnen geholfen und vor allem, wo bekommen Sie tieferes Know-how über den Import mit der Ameise und die Möglichkeiten mit der Ameise und natürlich auch zu jedem anderen Produkt von JTL? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe sie hier alle einfach einmal aufgeführt und zwar zum einen das Partnernetzwerk von uns mit über 300 Partnern, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dann den vorhin auch schon angesprochenen JTL Guide. Unser wirklich allumfassendes Nachschlagewerk rund um die Produkte von JTL. Das JTL Forum. Hier wird Ihnen auch immer gerne geholfen. Hier sind nicht nur wir als Mitarbeiter von JTL unterwegs, sondern auch unsere Partner, auch unsere Kunden, auch einfach nur Interessierte. Und hier wird immer ganz, ganz schnelle Hilfe geleistet, wenn mal wirklich was brennt. Unser YouTube-Kanal für Produktwissen, für Know-how, wie wird etwas gemacht, wie muss ich die Einstellungen vornehmen und. Auch hier finden Sie ein stetig wachsendes Angebot an kleinen, kurzen Kursen, meist so 3,5, 4 Minuten zu verschiedenen Einstellungen zu unseren Produkten.
Die JTL-Software-Facebook-Gruppe, ähnlich wie das JTL-Forum. Auch hier nicht nur wir Mitarbeiter, auch Kunden und Servicepartner stehen Ihnen dort gerne mit Rat und Tat zur Seite. Unser Udemy-Kurs befindet sich im Aufbau. Da sind die ersten vier Kapitel mittlerweile oder sind es drei Kapitel online. Der zeigt Ihnen wirklich von der Pike auf Stück für Stück die Einrichtung der zum Beispiel JTL Wavi mit allen Finessen, mit allem, was zu beachten ist, geht sehr granular vor, sodass Sie wirklich allen Umfang der JTL Wavi einmal aufgezeigt bekommen. Und natürlich, so wie Sie es heute gemacht haben, unsere Webinare. Auch hier gibt es immer wieder neue Thematiken. Heute haben wir die Ameise mit Artikelbildern und Merkmalen gefordert, sage ich jetzt mal. Es wird weitere Importe geben. Es gibt schon ein allgemeines Webinar zum Thema JTL Ameise, in dem wir Artikeldaten importieren, also Beschreibung, EAN, ein Artikelnamen und so weiter und so fort. Die Webinare greifen auch immer wieder gefragte Themen auf. Zum heutigen Thema vielleicht noch ein kleiner Link, und zwar zu unserem Guide direkt zur JTL Ameise mit allen Möglichkeiten, die es dort gibt. Dann sind wir nun am Ende angekommen. Ich würde mich jetzt ganz gerne noch Ihren Fragen widmen. Sie haben in Ihrem Webinar-Tool die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Viele von Ihnen haben es schon getan während des Webinars. Sie können mir gerne Ihre Fragen schreiben. Ich werde diese dann nochmal aufgreifen. Vorweg sei gesagt, wenn es Fragen gibt, die wir heute im Rahmen des Webinars nicht mehr geklärt bekommen, Sie bekommen innerhalb von 2 Werktagen eine Nachfassmail von uns gesendet, wo wir diese Fragen dann nochmal aufgreifen. Sie sollen also auch jegliche Antworten dann auch bekommen. Schauen wir nun mal, was es so für Fragen gibt. Genau. Das hatte ich aufgegriffen. Müssen die Artikelbilder den gleichen Namen haben wie die Artikelnummer? Wenn Sie als Identifikator die Artikelnummer gewählt haben, dann ja. Wenn Sie als Identifikator die EAN gewählt haben, dann muss das Bild genauso lauten wie die EAN. Kann ich nach einem erfolgreichen Import den Dateiordner mit den Bildern löschen? Das können Sie. Die Bilder werden noch in der Datenbank abgelegt und sind dann nicht mehr vom lokalen Ordner irgendwie, wird nicht mehr benötigt. Ja, das ist eine Frage, da streiten sich die Geister. Wie kann ich denn am besten und schnellsten die Dateinamen ändern? Da gibt es ja viele, viele, viele Tools. Eine Empfehlung kann und möchte ich an dieser Stelle nicht aussprechen, weil es einfach so ist, dass es so viele unterschiedliche Tools mit so unterschiedlichen Schwerpunkten gibt, dass ich da nicht weiß und auch nicht allgemeingültig sprechen möchte, was für Ansprüche Sie an dieses Tool haben. Es geht natürlich einmal um Dateinamen. Darum kümmern sich nahezu alle Tools aus dieser Sparte. Es geht aber darum, ob diese numerisch oder alphanumerisch oder nur mit Buchstaben vergeben werden sollen, ob sie geändert oder komplett neu vergeben werden sollen oder. Für diese Fragen würde ich Sie gerne an den bekannten Dr. Google verweisen, der Ihnen da definitiv eine ja, individualisiertere Antwort geben kann als ich. Denn es geht ja darum, was Sie wirklich brauchen und nicht, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Ich habe es eigentlich bisher immer so gemacht, dass ich mit einem Testsystem gearbeitet habe und habe eigentlich alles immer über CSV-Dateien gemacht. Habe also, wenn ich Artikel hatte, die Bilder haben, habe ich diese exportiert, habe in der CSV-Datei dann angepasst, was anzupassen ist, habe es wieder importiert und so habe ich es dann auch mit den Bilddateien gemacht. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen, nicht nur in dieser Frage.
Gucken wir mal weiter. Ein Artikel hat bislang ein Bild, ein anderer zwei oder drei. Nun sollen alle Artikel ein zusätzliches Bild bekommen. Wie importieren? Ja, das ist die Antwort liegt in der formulierten Frage. Der Artikel hat bislang ein Bild, ein anderer zwei oder drei. Wenn Sie das neue Bild, was alle haben sollen, nun als Bild 4 zum Beispiel importieren, sind Sie auf Nummer sicher, dass es auf jeden Fall als Bild 4 bei den Artikeln mit drei Bildern drin ist. Wenn Sie diese CSV-Datei aufbauen, dann brauchen Sie im Endeffekt nur zwei Spalten, wie vorhin gesehen, eine Identifikationsspalte, nehmen wir wieder beispielhaft die Artikelnummer, und eine Spalte mit Bild Nummer 4. Und die Ameise wird Ihnen dann das Bild an die vierte Stelle mit der Sortiernummer 4 importieren. Habe ich es richtig verstanden, dass Bilder nicht aus einem lokalen Netzwerk verwendet werden können? Ich muss die Bilder erst auf den PC übertragen. Das ist nicht ganz richtig. Sie können natürlich auch aus einem Netzwerk die Bilder, also sagen wir, Sie haben einen Server irgendwo stehen, auf dem die Bilder liegen im Netzwerk. Dann können Sie natürlich auch den Ordnerpfad, also den Serverpfad angeben. Das wäre im Grunde dasselbe, als würden Sie die Bilder irgendwo in einer Cloud liegen haben und diesen Pfad dort eingeben. Also es kann auch ein Server im lokalen Netzwerk sein. So. Jetzt sind wir bei Merkmalen. Gibt es eine Möglichkeit, bei einem Artikel, der bereits mehrere Merkmale hat, nur ein Merkmal zu ändern? Da greife ich mal ein bisschen grober an. Und zwar besteht ja dieses Merkmal oder kann dieses Merkmal ja bestehen, unabhängig davon, ob es bei einem Artikel genutzt wird oder nicht. Das bringt Sie in die Situation zu sagen, wenn ich dieses Merkmal ändere, hat das mit meinem Artikel noch gar nichts zu tun. Und genauso können Sie das betrachten. Wenn Sie vier Artikel haben, die jeweils fünf Merkmale haben, Sie aber nur eines dieser fünf Merkmale ändern wollen, dann machen Sie das über die Merkmalsverwaltung und es wird an jedem Artikel, an dem dieses Merkmal hinterlegt ist, dann nach Ihren Änderungen angepasst. Also ja, es gibt diese Möglichkeit, bei einem Artikel, der mehrere Merkmale hat, nur ein Merkmal zu ändern, indem ich das Merkmal ändere. Wenn Sie jetzt, ja, genau, dann, der Teilnehmer sagte dann gerade, dann ändere ich es aber für alle Artikel, ich will es aber nur für einige ändern. Geht das? Ja, das geht, indem Sie einfach ein neues Merkmal anlegen. Es ist dann einfach nur ein neues Merkmal, was Sie dann den Artikeln zuordnen. Eine selektierte Bearbeitung eines Merkmals ist dann für die unterschiedlichen Artikel natürlich nicht möglich, weil, wie gesagt, die Unabhängigkeit zwischen Merkmal und Artikel besteht. Also ein Merkmal bedingt nicht unbedingt die Nutzung an einem Artikel. Schauen wir weiter. Wenn es mehrere Wertnamen für einen Wert gibt, müssten diese dann so in einer Zeile mit Spalte Wert 1, 2, 3 angegeben werden. Beim Export wird jeder Merkmalwert in einer eigenen Zeile exportiert, so wie ich das in Erinnerung habe. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Wenn Sie von einem Merkmal mehrere Werte an einem Artikel zugeordnet haben, wird dieses im Export in unterschiedliche Zeilen also jeder Wertname in eine separate Zeile exportiert, das ist richtig. Ich würde empfehlen, dieses einmal so, wie es ist, zu exportieren, also dass Sie wirklich jeden Merkmalwertnamen in einer separaten Zeile haben und dann auch dies als Vorlage für eine CSV für weitere Importe zu nehmen. Da sind Sie auf der sicheren Seite. Sie können es auch hintereinander schreiben. Sie müssen es dann nur richtig verknüpfen. Das geht auch. So, machen wir mal noch eine Frage. Es sind dann hier noch drei, vier, fünf weitere Fragen, die ich dann in der Nachfassmail aufgreifen wollen würde.
Nehmen wir mal noch eine Merkmalsfrage, denn Bilder haben wir schon recht viele beantwortet. Nee, vielleicht nehmen wir mal hier die allgemeine Frage. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ist der Import oder Export limitiert? Ich verstehe die Frage so, als dass dort gefragt wird, ob es eine bestimmte Anzahl an Importen oder Exporten mit der Ameise gibt. Nein. Sie können so viel importieren und exportieren, wie Sie möchten. Sie können das so oft machen, wie Sie möchten. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das Einzige, wo ich jetzt eine verbale Grenze setze, ist zu sagen, egal wie oft Sie importieren und exportieren, bitte machen Sie vorher eine Datensicherung. Bitte, bitte, bitte. Es ist nicht schlimmer, als dass Ihre Datenbank steht, Sie produktiv arbeiten, etwas importieren und nachher alles nicht mehr funktioniert. Also noch einmal, bitte machen Sie vorher eine Datensicherung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich sage es auch gerne immer wieder, auch in den Präsenzschulungen, die wir hier haben. Es wird immer wieder vergessen, leider, und dann kommt es zu wirklich unschönen Szenen, die man niemandem wünscht. Gut, mit diesen Worten möchte ich mich dann bei Ihnen bedanken und für den heutigen Nachmittag verabschieden. Schön, dass Sie dabei waren. Für die nächsten Ameisenimporte würde ich mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, in den kommenden 2 Tagen gehen die restlichen Fragen in einer Mail raus. Ich freue mich, wenn ich Sie wieder als Teilnehmer im Webinar habe. Wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Genießen Sie das gute Wetter und bis dahin.